Hallo und herzlich willkommen zum Wort des Tages. Heute aus dem Sandkasten von Familie Plath. Der Impuls heute Morgen dreht sich um drei Siebe. Aufgeregt kam jemand zu Sokrates gelaufen. Höre, Sokrates, das muss ich dir unbedingt erzählen. Halt, unterbrach ihn der Weise. Hast du, was du sagen willst, durch die drei Siebe geschüttelt? Drei Siebe, fragte der andere verwundert. Ja, mein Freund, drei Siebe. Lass sehen, was du mir erzählst, ob es wirklich dadurch passt. Das erste Sieb hier ist das Sieb der Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, dadurch gesiebt, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen, aber so, sagte der Weise. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht wahr ist, wenigstens gut? Zögernd sagte der andere, nein, es ist genau das Gegenteil. Dann unterbrach ihn der Weise, lass uns das dritte Sieb anwenden. Ist das, was du mir erzählen willst, notwendig? Ist es so wichtig, dass du es mir unbedingt erzählen musst? Ach, notwendig ist es gerade nicht. Also lächelte Sokrates, wenn es weder wahr ist, noch zum Vorteil für den anderen ist und notwendig ist, dann lass es und behalte es für dich. Ich möchte es gar nicht wissen. Gut war notwendig. Tja, die lieben Worte. Oft wünsche ich mir im Nachhinein, dass ich manches nicht gesagt hätte. Und dass ich so gewesen bin, wäre vielleicht wie Sokrates. Wie schnell rutscht einem etwas über die Lippen? Wie schnell ist etwas in der Welt, im Umlauf? Wie oft dichtet man etwas dazu, wenn ein anderer etwas erzählt hat? Man möchte dazugehören, man möchte mitreden. Ich wünsche mir, dass wir als Nachfolger Jesu anders sind und dass wir bewusster mit unseren Worten umgehen, dass wir das in den Blick bekommen, dass wir es vielleicht durch die Siebe durchsieben und dann entscheiden, ob es sinnvoll ist, das weiterzugeben. Ich wünsche mir, dass uns der Heilige Geist immer mehr und mehr prägt, unsere Worte immer mehr und mehr prägt, dass Menschen im Umfeld merken, dass wir anders sind, dass wir vielleicht diese drei Siebe angewendet haben und dass sie, wenn sie uns Sachen erzählen, sie gut bei uns aufgehoben sind, vertrauenswürdig sind. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen auch anders umgehen mit unseren Fehlern. Dann, wenn uns ein Wort herausrutscht, wenn wir jemand anders beleidigt haben, verletzt haben oder vieles mehr, dass wir hingehen und uns entschuldigen. Denn das macht auch nicht jeder und das macht diesen Unterschied. Bei Jakobus in der Bibel steht etwas sehr Herausforderndes. Und vielleicht nimmst du das heute mit in diesen Tag und denkst immer mal wieder darüber nach in bestimmten Begegnungen. Da steht drinne: Denk dran, liebe Brüder und Schwestern, seid immer sofort bereit, jemand zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal.